Hey, willkommen! Ja, es ist halt so. Es ist halt so. Wir sind halt zurück jetzt hier bei der Aserbaidschan-Rundfahrt. Richtig. Letzte Etappe. Richtig. Etappe 5 von 5. Richtig. Und heute versuchen wir hier nochmal bei einer flachen Etappe von Baku nach Baku. Versuchen wir heute unseren Star für Baku zu finden. Auf 116 Kilometern, die wirklich flach sind. Herr Rader wird die Rundfahrt wohl gewinnen. Van Zyl, wenn der hier schon so vorfährt, dann soll er auch angreifen. Weißt du was? Dann schicken wir den Portgieter noch hinterher. Machen wir das einfach. Mal gucken, ob es klappt. Ist doch schön. Wie sieht es in der Gesamtwertung aus? Weil da war wahrscheinlich dabei bei dem lebenden Gegner. Das ist korrekt. Das werden wir uns hier auch gleich ansehen. Okay. Wir wollen nur gerade mal managen. Das ist ja Pro-Cyclisten-Manager. So, mal gucken. Ja, das scheint denen nichts auszumachen, dass wir jetzt zu zweit von sind. In der Gesamtwertung ist Errada vor Plaza vorne. Dritter ist Yates, dann Arroyo, Knees. Yates. Und wir sind mit Grimme immerhin auf Rang 10. Das ist nicht schlecht. Ja, ist okay dann. Ja. So, jetzt sind wir hier mit zwei Fahrern in der Ausreißergruppe. Das ist ja geil. Sonst klappt es nie, auch nur einen reinzubringen. Jetzt sind schon zwei. Das ist doch nett. Aber Aserbaidschan soll ein schönes Land sein. Weiß ich nicht. Hab ich schon öfters gehört. Müssen wir mal einen Birdie Fuchs fragen. Wieso? Weil der Nationaltrainer ist. Der weiß das bestimmt. Ja, aber hab ich mal so gehört, das soll schöne Ecken haben. Ja, also hier im Prosaic Manager sieht es schön aus, muss man sagen. Wunderschön. Ja. Festival. Wow. Van Zyl, ein Holländer. Van Zyl ist auch ein Südafrikaner. Ja? Mhm. Was haben die für komischen Namen? Ich weiß es nicht. Das sind auf jeden Fall interessante Namen. Gut. Wir gucken mal, was das Ganze hier gibt. Falz und Martins sind jetzt hier noch mit dazu gestoßen. Und mit Falz damit auch eigentlich der beste Fahrer der Gruppe. Die anderen sind ja doch ziemlich schwach. Aber er ist ein Bergfahrer und Berge gibt es ja heute nicht zu überfahren. Von daher, sei es drum. Ja, Aserbaidschan-Rundfahrt war kurz, aber 5 Stück. Aber es war okay. Natürlich auch Martin Reimer nicht zu vergessen, der da bei der ersten Etappe beinahe gewonnen hätte. Das war doch überraschend. Vielleicht holt er heute den Sieg, den er bei der ersten Etappe knapp verpasst Reimer? Hat. Reimer? Mhm. Ist das nicht ein Eishockeyspieler? Das ist der Dennis Reimer, mein Freund. Oh. Das ist ein Unterschied. Finde ich irgendwie nicht so, aber wunderbar. Mhm. Stimmt, Dennis Reimer heißt er. Richtig. Ja, es ist halt eigentlich auch eine total, außer jetzt bis zum Schluss, eine uninteressante Etappe. Ja, natürlich. Also ist auch ein Rundkurs, so wie es aussieht, durch Baku. Von daher kann sich die Zielankunft ja schon mal angucken. Das ist ja auch ganz nett. Und ja, ich denke mal, am Schluss wird es dann eh auf Reimer ankommen. Hoffentlich. Ich hoffe mal, dass er da irgendwas reißen kann. Vielleicht schafft er heute wirklich den Etappensieg. Bei der ersten Etappe hat er überrascht. Wobei halt auch die Frage ist, ob er sowas nochmal schaffen kann. Für welches Team fährt er? Für unser Team. Ach, ich hab den vorhin schon mal durchgesucht, aber hab ihn noch nicht gesehen. Weil die Konkurrenz halt eigentlich schon groß ist. Ich weiß jetzt gar nicht mal, wer hier alles mitfährt. Ich glaube, Michael Matthews ist mit dabei. Petit, Rojas, ja. Also es sind schon gute Fahrer dabei. Ist dieser Arndt nicht auch? Niklas Arndt ist auch nicht übel, ja. Da hast du recht. Ja, man merkt schon, ich habe hier einen Kenner dabei, also der Konrad, der hat zwar auch gerne mitgeredet, aber der kannte sich hier nicht so ganz aus. Okay. Aber, ja. Na gut, wenn will man es wirbeln, ne? Ja, klar. Nein, das ist ja auch eine schöne Sache alles. Das stimmt. Also sieht echt schön aus, ne? Was ich gut finde, ist, also die verschiedenen Etappen, sagen wir jetzt mal, wenn man jetzt in Kalifornien ist oder in Aserbaidschan oder in Israel, also die haben da schon unterschiedliche Bauten, ne? Ja, ja, sieht, man merkt schon so ein bisschen, wo man ist. Also Australien hat zum Beispiel sehr viel rote Wüste rundherum oder in Dubai und so, da hast du auch ganz viel Wüstenlandschaft. Ja. Also da hat man sich schon Mühe gegeben. Auch die ganzen Witterungsverhältnisse in der Wüste beispielsweise, hast du natürlich viel mehr Wind, als wenn du durch die Innenstadt fährst. Okay. Und das wurde hier im Spiel auch gut wiedergegeben. Wobei hier der Wind natürlich auch recht groß sein könnte, weil man ja hier an der Küste so lang fährt. Mal gucken. So, wir müssen mal ein bisschen mehr Gas geben. Könnte aber tatsächlich, naja, klappen,
wäre noch ein bisschen früh gesagt. 1 Minute Vorsprung haben wir, 20 Kilometer vor dem Ziel, ist jetzt nicht die Welt. Aber mal gucken, wir werden hier natürlich alles dran setzen, mit unseren beiden Fahrern auch etwas zu schaffen. Ja, wollen wir es hoffen. Vielleicht kann der Reimer ja wieder reimen. Also der Reimer natürlich auch, er ist auf jeden Fall hier mit dabei. Aber das Tempo ist jetzt natürlich extrem hoch, weil die versuchen mit allen Mitteln uns hier vorne einzuholen. Und ja, bleibt schon dran, ja. Gut. So. Boah, die fahren fast schon zu schnell. Es sind auch nur noch 15 Kilometer. Ja, es sind nur noch 15 Kilometer, das stimmt. Aber es wird hier nochmal eng, habe ich das Gefühl. Leider hat jetzt Reimer nichts mehr zu trinken, kann man nichts machen, muss jetzt halt reichen. Bis ins Ziel. Habe ich ein bisschen gepennt, bin ehrlich. Aber was willst du tun? So, vorne gibt es Attacken, sehe ich das richtig? Nee, doch nicht. Okay, gut. Doch, jetzt gibt es Attacken. Na gut. Macht uns aber nichts, wir fahren weiter unser Tempo. Ja, bei Attacken. Die würden jetzt nur unsere Fahrer noch mehr kaputt machen. 11 Kilometer, ja, ich denke mal, es wird auch nichts. Immer ein bisschen blöd, ne, diese Entscheidung, finde ich, ob man mitgehen soll oder nicht, weil wenn man dann mitgeht und man nicht durchkommt, dann hat man es umsonst gemacht und ist am Arsch und kann dann am Ende nicht mehr mitgehen. Also richtig. Ich finde, diese Entscheidung ist mir immer voll schwer gefahren. Also irgendwie. Ja. Gerade wenn du auch nicht den Besten da dabei hast, ne, so der dann gerade mitkommen könnte, aber dann irgendwie schwierig, ja, und dann wirst du eingeholt und dann bist du am Arsch. Mhm. Also das fand ich immer ein bisschen schwer. Ja, das ist auch nicht schlecht. Oh, Reimer hat sogar Trinken bekommen von Ion Shitty. Gut, hätte ich nicht gedacht, dass er das noch schafft. Aber umso besser. Würde mich nicht beschweren. Und Reimer ist jetzt am Hinterrad von Michael Matthews. Aber heute wird es nicht so leicht werden wie bei der ersten Etappe. Wenn Matthew. Okay, die beiden Ausreißer wurden eingeholt. Schade. Also unsere beiden zumindest. Uri Martins ist immer noch vorne und Reimer reiht sich hier gut ein an den Sprintzug. Alter. Ah. Okay, er reiht sich doch nicht gut ein. Er hat jetzt leider das Hinterrad verloren. Und das kostet jetzt natürlich richtig Kraft. Sie sind nämlich hier alleine unterwegs. Versucht schon mal eine Keukeleire zu hängen. Man hat jetzt schon beinahe keine Kraft mehr. Das ist natürlich super. Mal gucken. Uri Martins ist noch vorne, aber der wird wahrscheinlich gleich eingeholt. Ken Hansen sprintet hier. Niklas Arndt geht jetzt raus. Errada sprintet sogar mit, das gelbe Trikot. Reimer kommt aber nochmal, wird es aber nicht schaffen, weil Michael Matthews hier antritt. Aber der zweite Platz könnte gehen. Mit einem richtig guten Antritt. Oh Leute, geh! Und Reimer könnte der Zweite werden. Ah, es wird eng. Nee. Wird aber nicht, ne? Vierter sogar. Vierter. Ah, schade. Na gut, aber trotzdem guter Sprint, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil er schon ziemlich früh, ziemlich am Arsch war. Ich dachte, dass er so weit noch kommt, also. Ne? Ja. Also jetzt schon reingehauen. Gucken wir uns da mal wieder die Siegerehrung an. Michael Matthews gewinnt also die letzte Etappe der Aserbaidschan-Rundfahrt vor Adrien Petit. Errada wird einfach mal noch Dritter im gelben Trikot. Im Sprint vor allem. Ja. Vierter, also wie gesagt, Reimer. Fünfter Niklas Arndt, gefolgt von Perinello, Walz, Yates, Hansen und Rojas. In der Gesamtwertung wird sich damit vermutlich nichts verändern. Nee, Errada bleibt vorne. Plaza, Zweiter, Dritter, Yates, Vierter, Arroyo. Fünfter Knees und auf Rang 10 nach wie vor Grimmay. Aber von daher springt er auch eine Top-10-Platzierung für uns raus, das ist doch ganz gut. War jetzt die letzte Etappe, ne? Jupp. In der Punktewertung bleibt Errada tatsächlich noch vor Michael Matthews mit 2 Punkten Vorsprung. Wahrscheinlich ist er deshalb nur mitgesprintet. Mhm. Holt sich also ja auch noch die Punktewertung. Die Bergwertung hat er auch gewonnen vor Castroviejo, seinem Teamkollegen. Nachwuchswertung ist er, glaube ich, zu alt. Nee, ist er nicht. Die holt er sich auch noch. Fünfter wurde hier Grimmay. Und in der Teamwertung ist auch Movistar vorne. Das heißt, alle Trikots gehen ans Team Movistar. Ja. Nicht schlecht. Da haben sie mal ordentlich abgeräumt. Allen voran natürlich Errada. Da hat er den nochmal losgezogen und hat dann die letzten Punkte geholt, damit auch wirklich alle Siege ans Team Movistar gehen. Ja. Oh, Leute. Na gut. 2 gute Platzierungen von Reimer. Und der Top-10-Platz von Grimmer, ich denke, das ist okay. Alles okay, dafür, dass hier auch wirklich keine von unseren guten Fahrern dabei waren. Läuft. Ja. Gut, dann sehen wir uns wieder zur nächsten Etappe der Kalifornien-Rundfahrt. Bis dann. Tschüss.